Herzlich willkommen. Mein Name ist Martin Kain und hinter der Kamera ist Veronika Ebner. Wir beide machen ein Projekt von unserer Schule aus, bei der wir ein Thema behandeln können, was uns interessiert. Wir beide haben uns dazu entschieden, eine Umfrage zu machen über die Themen Sicherheit, Wünsche und Geld. Willkommen bei Wie denkt Salzburg? Fühlen Sie sich sicher in Salzburg? Ja, ich fühle mich sicher in Salzburg. Ja, auf jeden Fall. An sich schon. Also ich denke, dass da kein Problem ist. Also wir haben eine gute Polizei, wir haben ein gutes Rechtssystem, gute Sicherheit, passt das. Ich würde sagen schon, ja. Wird gar nichts ändern. Salzburg ist eine sehr sichere Stadt, braucht man sich gar nichts denken. Nächste Frage, was ist Ihr größter Wunsch, den, wenn ich es könnte, Ihnen jetzt erfüllen könnte? Naja, also ich würde, was würde ich mir denn wünschen? Das ist eine schwierige Frage, ich kann das jetzt gar nicht so beantworten. Also so, wenn, ist ein großer Kindheitswunsch? Wie eine Kindheit, ein Kindheitswunsch? Naja, also dann würde ich mir schon wünschen, dass man generell ein bisschen mehr miteinander kommuniziert. Wunschlos bin ich an und für sich. Gesundheit können Sie mir nicht geben und... Ich könnte Ihnen Gesundheit geben. Also. Ja, ein Kilo Gesundheit. Ja, indem ich im Kulturbereich tätig bin, ist der größte Wunsch, dass wir einfach wirklich alle Kulturen oder alle unterschiedlichen Menschen mit ihren Kulturen in einer Kultur, in der Salzburger Kultur mehr oder weniger, oder Salzburger Volkskultur integrieren könnten. Die Verkehrsmittel sollten öfter fahren, finde ich. Ja. Und fällt mir nichts ein im Moment. Dass alle Menschen Liebe empfinden und geben könnten, weil dann hätten wir automatisch ein Miteinander und Harmonie. Der größte Wunsch wäre, dass die Menschen mehr lächeln. Das wäre schön. Okay, ja, das ist ein sehr, sehr schöner Wunsch. Und die letzte Frage, wenn Sie 1 Million Euro auf der Straße finden würden, was würden Sie mit dieser 1 Million Euro machen? Wahrscheinlich in Kunst investieren, weil Kunst ist etwas, das so viel Freude und Liebe spendet. Mhm. Und wahrscheinlich auch ganz, ganz viele Menschen zu einem wunderschönen Tag, Essen oder wie auch immer einladen. Also ein Teil würde ich für mich selbst verwenden, ja. Und für meine privaten Wünsche. Und ein Teil würde ich schon schauen, dass ich es irgendwie für die Allgemeinheit zur Verfügung stelle, wie auch immer das dann sich darstellt. Naja, wahrscheinlich für karikative Zwecke spenden. Wirklich das gesamte Geld oder würdest du dir zumindest ein bisschen was behalten? Naja, ein Teil würde vielleicht meine Schulden zurückzahlen, aber behalten würde sonst nichts. Jetzt erst ist einmal die Frage, ob es tatsächlich mir gehört, ob ich damit tun kann, was ich will oder ob ich es zurückgeben muss. Also falls sie mir gehören würde, würde ich das wahrscheinlich auch einsetzen, um generell Kulturarbeit in Salzburg zu unterstützen, beziehungsweise halt auch die Integration mehr oder weniger ein schweres Schwerpunktthema. Also, sag mal, so 1 Million war es vielleicht. 10% vom Finderlohn war es auch schon genug gewesen. Ich würde es wahrscheinlich zur Polizei bringen, okay, und abgeben, klarerweise. Und was würden Sie machen, wenn ich Ihnen 1 Million Euro schenken würde, weil es einfach, ja, so? Ich würde es wahrscheinlich nicht einfach so nehmen, weil man muss schon schauen, wo das herkommt. Dass es Ihnen gut geht, dass Sie das Geld so investieren können, wie Sie wollen. Okay. Ich würde es in Wohnen investieren, ich würde es vielleicht in Reisen investieren, ja, schönes Auto. Okay. Natürlich würde ich die am Fundamt abgeben oder bei der Polizei oder irgendwo. Okay. Und was wäre doch, wenn jemand Ihnen 1 Million Euro schenken würde? Nein, da würde ich nicht glauben, dass der ehrlich ist, weil es macht kein Mensch. Keine Wünsche, die Sie sich irgendwie mit Geld erfüllen können? Nein, nein. Und was wäre, wenn Sie die ganze 1 Million zur Verfügung hätten, also wenn Sie sie im Lotto zum Beispiel gewinnen würden? Oh je, das ist so abstrakt. Nein, da möchte ich gar nicht denken. Da kriege ich Kopfe von dir. Okay, passt. Danke für die Antwort. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, unsere Umfrage anzusehen. Größten Dank natürlich an die Teilnehmer und an FS1, die uns die Materialien und auch die Zeit zur Verfügung gestellt haben, unser Projekt zu verwirklichen. Hoffentlich konnten unsere Fragen Sie auch ein bisschen zum Nachdenken anregen. Danke.